Assalamu alaikum, meine Lieben. Jetzt wieder die Khadija, die Deutsche am Nil und Mahmoud mit seinem Antinal. Auch Ägypter brauchen Antinal. This Antinal, you are always safe. Ja, du bist nach 10 Tagen endlich Antinal. 10% from the company. Also 10% von der Company, diese schwerbefreie, ne? Sorry. Mahmoud hat euch heute mitgenommen. Wir haben Oakboot, Alhamdulillah. Und was will ich sagen? Er hat heute mal im Supermarkt rumgefilmt. Und jetzt mache ich die ganzen Videos, bearbeite ich sie und tue es mal mit meiner Stimme drauf und erzähle euch was. Ne? Ich habe gesagt, ihr braucht da nicht groß reden. Ne, Mimi? Die ist jetzt am Futtern. Ja, was? Was ist los? Alles gut. Film mich nicht. Okay, also, dann geht's ab im Video. Yalla, viel Spaß. Und gute Besserung, Mahmoud. Danke, Anita. Ja, das sind wir im Supermarkt. Salsa, Mayo, die machen so schnell. Guck mal, da sind wir schon wieder beim Reis. Zack, zack, wie soll ich da was sagen? Öl, alles voller Öl, verschiedene Sorten. Alles, was du willst, Sonnenblumen, Mais. Das Mais ist eher zum Frittieren, denke ich, oder was. Dann, was hat er da gesehen? Kleine Nudeln, Spaghetti, Nudelsorten, wieder umgedreht. Ja, da. Immer die gleichen Nudeln, nur von einer anderen Marke. Also wir haben nicht viele Nudeln in Ägypten, Nudelsorten, aber viele Marken. Ja, Scharia, die kleinen, ne, Suppennudeln, alles voll. So, da sind wir jetzt hier, was ist das? Sind, Adas, rote Linsen, Küchenpapier, ne? Müsli, alles voller Müsli. Also, Schufan heißt Haferflocken. So, die Mausi und der Yunis, die mögen kein Hamsterkacker mehr. Die wollen jetzt andere Sachen. Schmeckt ihnen nimmer. Aber ihr schaut, wir haben viele Sorten. Ist alles natürlich das Gesündeste. Haferflocken ist das Beste und das hat sie sich auch ausgesucht mit Nesquik. Hier ist die Putzecke. Mache jetzt ganz schnell. Und auch zeigen. Oxy Action. Waschmittel. 350 Pfund. Küchenrollen, Putzzeugs, da, ja, Reitspray für die Fliegen, Kloreiniger, alles voll mit Kloreiniger, dann Bresol links unten gegen die Fliegen, Mücken, ne, Reit auch gegen Mücken, Mückenschutz, dann Polier, das habe ich für meine Küche zum Polieren, das Polierspray, hier Duft für den Raum, alles voller Düfte, da kannst du dir alles, die billigen rieche voll schlecht. Ja. Umso tiefer es geht, umso billiger wird es. Und da ist wieder Holzmöbelpolitur. Jo. Küchentücher, Kosmetiktücher, Toilettenpapier, jetzt kommen die Windeln, genau. Molfix. Also die sind nicht mein Geschmack. Das Beste ist immer Pampers. Persil. Hier Backpapier haben wir auch. So Folien, hier seht ihr. Ja. Alufolie ganz viel. Zellophan auch ganz viel. Aber Backpapier ist jetzt neu in Ägypten. Also bei uns im Dorf, ne? Dettol, das sind die Seifen, Desinfektionsgels oben. Dann hier unten. Weiß ich gar nicht, was das ist für Hände waschen oder was. Oder desinfizieren, Mundspray, keine Ahnung. Nee, zum Putzen, glaube ich, oder? Oder nee, das ist Seife, Handwaschseife. Jetzt weiß ich es, okay. Nommel, Ariel, Persil. Kommen hier Always, also wir haben keine Tampons, wir haben nur sowas. Guck, Always, 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 alles voll. Ja. Lux, das ist die beste Seife. Und Dove, aber Dove ist zu teuer. Ja, Weichspüler. So,
Das ist jetzt Badeschaum, was ihr da seht. Das ist Handwaschseife, Duschgel, Duschgel. Nivea, Duru. Lux hat er mir eins mitgebracht für mein Bad. Dass meine Hände nach Lux, der mag ja. Lux ist das Beste für Mahmoud. Finde ich aber auch, gute Qualität. Ja, ich habe immer noch die Mandelseife von der Melli, glaub. Oh, die riecht so gut. Ja, Duschgel, die billigen sind nichts. Die kriegst du nicht von den Händen weg oder vom Körper. Das, die stiegen, die hier, die sind so sticky. Da musst du ja Wasserverbrauch. Hier Munddusche, die billigen Frida. Nee, das ist Handwaschgel. Jetzt kommen die Zahnpasta für Kinder, Signal. White, das gibt es jetzt auch. Früher gab es das gar nicht, dass man sie whitening, gell? Nix. Ich brauche jetzt auch nicht mehr von Deutschland kaufen. Whitening. Ne? Hier gibt's alles in Egypt jetzt. Ich habe ja immer mitbestellt und gemacht und Sensodyne, seht ihr alles da. Rexona, Deo. Ja. Jetzt kommen die Cremes. Eva bestimmt auch Vaseline, das benutzen die viel, Vaseline. Nivea. Ne, das ist fürs Gesicht, Eva. Nivea. Männerspray, Duschgel, Deo. Frauenspray, Deo. Dann die Roller. Dann haben wir da, was ist das? Keine Masken. Haarmasken, Gesichtsmaske, aber ich denke, das ist eher Haarmaske. Da unten sind die. Das Shampoo oder Spülung sehe ich jetzt nicht so gut. Unten ist die Spülung, guck, Elvive und so. Ja. Da oben ist ganz schlecht. Das, unten sind immer die miesen Sachen. Ich glaube in Deutschland auch. Obwohl, nee, in Deutschland sind die guten Sachen die billigen unten. Da muss ich nach unten gehen. Oder ganz oben. In der Mitte die teuren. Das ist der Trick. Ah, die Streifen, die habe ich mir früher auch immer bestellt. In Amazon sogar. Jetzt haben wir sie sogar hier im Shop. Stellt euch vor, das gab es gar nicht. Vor 10 Jahren habe ich meine Feed-Wachsstreifen immer selber aus Deutschland gebracht. Wenn die alle waren, war ich sauer. Ja, ich habe immer gehamstert. Hier Dove. Shampoo, Dusch und Spülung. Ja, könnt ihr sehen, was alles gibt. Head and Shoulders gegen die Schuppe. Also es gibt schon viel, aber wir fahren ja auch eine halbe Stunde. Da, die testen gerade. Wer ist das? Mahmoud, das Kissen. Mausi filmt gerade. Das ist jetzt Masken für die Haare. Für die Männer, für die Jungs. Ja, dass es so glänzt, ne? So eine Pomade. Persilgel, Waschmittel. Vielleicht soll ich auch mal auf Gel umsteigen, mal probieren. Ne? Ah. Da. Persille, Dorox, ah, Chlor. Chlor wird viel benutzt in Ägypten. Ja, Streichholzboxen, da. Für die Zündler, könnt ihr euer Haus anbrennen. Tüten für die. Guck mal, ein Riesending. Hat er mit dem Mund zugemacht, habt ihr das gesehen? Was ist das? Mülltüten, Frühstücksbeutel, alles da. Ja. Guck mal, verschiedene Größen. Sind schon gut sortiert, muss man sagen, ne? Da wieder Raumdüfte. Das sind die gut, also Frieda, keine Ahnung, aber ich glaube, das sind die Glocke. Ist nicht so gut, das stinkt ein bisschen. Aber da oben, die sind die guten, die teuren. Und das da unten kann ich vergessen, die stinken. Hier, Venice Oxy Action, das ist ein Weichspüler alles. Und Ding, haben wir schon lange nicht mehr gekauft. Ja. Gut, was zeigt sie jetzt? Glasreiniger, alle Marken. Glasreiniger und da unten sind noch Ofenreiniger, Möbel oder Badreiniger, alles zusammen. Ja, Bodenreiniger, wieder Chlor dabei, Waschmittel, Nommelchlor.
Alle Varianten, alle Marken, alle Größen. Ja, wie Kaufland eigentlich, ne? So groß ist es aber nicht, ist der Laden. Der hat 2 Etagen. Jetzt sind wir beim Tee. Gibt's auch. Das ist die beste Teemarke hier. Und die drehen durch Lipton, ja. Alles so viel Tee, Tee, Tee. Und am Ende trinken sie eh nur Janzun oder Chai. So, was ist das jetzt? Ach, das sind die Sonderangebote für die Küchensachen. Ja, im Endeffekt sind sie trotzdem teuer, gell? Okay? Was Angebot. Wir sind auch nicht blöd. Da, so ein Wischmopp 100 Pfund, könnte ich vergessen. Sage ich jetzt als Beispiel. Na, so ein Barbecue-Grill, kannst du einen Koffer da reinpacken, Scheren. Haben wir wieder Toilettpapier. Da sind wir jetzt beim Kaba und die Kuchen. Ne? Lecker, lecker, Dream. Ja, das kaufen wir immer. So fertig Kuchen. Zack, zack, in den Ofen und das war's. Ich kann, ja, und die Salabia zum Fertig anmischen. Das brauche ich aber auch nicht fertig kaufen. Das ist ja auch nur Wasser, Mehl, Zucker fertig. Das Pulver da. Magic. Schokolade. Ah, schmeckt bestimmt nicht. So dunkle Schokolade. Ja, was war das jetzt hier? Was ist das? Keine Ahnung. Das gelbe Mehl. Zucker. Hier ist halt, was es alles gibt an Frühstücksmüslis. Dann die ganze Milch. Sind wir wieder. Ah, Babyseife, Babyshampoo, Babyöl. Desinfektionsseifen, Lux, jede Sorte von Lux gibt es hier noch. Ne? Da unten Waschmittel, Geschirrspülmittel, Dish, super. Finish. Ja, Red Bull Zucker, es gibt sogar Red Bull Kokos, Mango, die kauft er bestimmt nicht, ist viel zu teuer, zeigt er nur. Nur riechen und zeigen und wieder zurücktun, genau. So ist er. Ah. Ja, und die ganzen Säfte, ne? Johanna. Vitrak, das ist so ein Sirup, den verdünstet dann. Hier 100% Saft steht drauf, aber ob es stimmt, Allahu Alam. Immer keine orangene Paprika, habt ihr gesehen? Da, und es ist auch schön kühl da drin. Draußen 40 Grad und hier muss, guck mal, der ganze Tee. Die Bau, die Tee, 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 Tee. Alles voll. Nesquik. Dann Special Offer, jetzt kommen wir zur Kühltheke. Dieses Hirseman. Fertiggerichte, aber das ist, die kannst du nicht nehmen, das Bechamel-Zeugs da, da machst du dir selber. Da Pommes, Mozzarella, hier kaufen wir unseren Käse immer. In den Gefriertruhen. Salsa, Nudeln, das ist jetzt der untere Bereich. Ah, das sind eingelegte Oliven, aber die kannst du vergessen. Die schmecken ganz, aber wem es schmeckt gut. Hier, guck mal, seht ihr? Barbecue-Sauce war da unten. Und jetzt sind wir bei der Wursttheke. Oh, mein Gorgonzola ist hier, guck. Eingepackt. Hat er mir nicht gebraucht. Musst Wurst immer sagen, was du willst oder was der hat. Wie viel kostet's? Dann haben wir hier die Sandwich-Dinger. Nicht so schnell. Guck mal. Hühnerbrust, Hähnchenschenkel, ein ganzes Hühnchen. Was ist das alles? Rindfleisch. Mashallah. Und Eis natürlich. Da muss er reingucken, Mausi. Öfter, öfter. Nett? Zeig's nur. Schnauze voll von Eis. Ja. Oreo-Eis. Ja. Also es ist Wahnsinn, was sich in den letzten 10 Jahren getan hat. Es gab nur ekliges Eis. Und jetzt schmeckt es mir hier auch. Ja, und die ganzen Biskuits, also so viel Biskuits. Die gibt da zum Frühstück Biskuit, nachmittags Biskuit. Das ist ja nur die Waffeln, der ganze Waffelkruscht. Immer irgendwas mit Waffel. Dann sieht es außen so schön lecker aus und macht's auf. Ein ganz anderes Foto. Tuckkekse, guck. Der trinkt da einfach hinter die. Dairy Milk, die beste Milka-Schokolade in Ägypten. Dann haben wir hier wieder die Säfte. Vor der Kasse, glaube ich, ist das jetzt. Genau. Chips-Sorten ohne Ende. Hier an der Kasse kriegst du nochmal den Chips-Umschlag.
Und Schokoladengeschmack hier. Was kann ich denn noch holen? Hier die ganze Schokosorten. Jetzt haben wir Kinder Bueno auch und Kinder Country. Subhanallah, ich alles komme. Aber du, wenn du das aufmachst, die sind von weit weg, die sind schon verschmolzen gewesen. Naja, Ferrero Rocher hat es auch. Milch gibt es auch verschiedene Sorten, aber noch keine Hafermilch in Sicht. Und wenn dann 100 Pfund. Nutella! Ja, er hat wieder Max Teller gekauft, ja, das Billige. Ah ja, du, das kostet auch nur 40 Pfund. Das ist schon besser als 100 Pfund zu zahlen. Wir sparen ja auch. Und Dattelmarmelade hat er gebracht. Das schmeckt mir nicht. Wir mögen nur Pfirsich und Erdbeere und Himbeere, sowas. Nescafé kriegst du immer noch ein Glas dazu, wenn du so eine spezielle Packung kaufst. Bonn, verschiedene So, Sorten. das Und war's jetzt im ist Fahrrad Video. Wir da. sitzen immer noch da und ihr wart mittlerweile in der ganzen Weltgeschichte in Cherzemen war das diesmal, gell? Ja. Ja. Und geht's dir jetzt besser nach dem ganzen Einkauf? You feel better after all this shopping? I feel more stomach More stomach aching. Ja. Was trinkt er da? Und dann noch sein Kaffee. Dessert is this or? No, only two in the day, not more. Two in the day? Yeah. I don't know. And every time when I'm in the kitchen, you make this. Und dann macht er den Feuer auf und dann wird es die Küche It's heiß. my time in the morning when I wake up and Badr Asr or Gamel Asr. Mensch. Okay, alles klar. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Auf besonderen Wunsch, ich weiß nicht mehr von wem, haben wir mal gefilmt, was wir so in anderen Supermärkten haben. Ne? Ein bisschen längeres Video. Also bis zu Tage, Maschilema. Bye, bye.